Hallo und willkommen zurück. Wir werden jetzt anfangen abzustecken, würde ich mal sagen. Soll ich dir einen Kamm bauen? Ein Karren? Na jetzt, nee, das wäre fast wie Cheaten. Naja. Ja, obwohl, ja, man kann sich ja gegenseitig helfen, dagegen kann man nichts sagen. Muss bloß gerade gucken, was ich dafür da brauchte eigentlich gleich nochmal. Und wenn du magst, kannst du mir einen Kamm bauen, ja, so als Willkommensgeschenk quasi. 30 fucking Bretter, holy shit. Ja, mit denen kann ich noch nicht dienen. Aber wirklich viele Bäume haben aber dann nicht, Regie, ja? Ja, was denkst du, warum ich. Ja, warum du da anpasst wie ein Wilder, ist schon klar, ja. Aber ich hab's wenigstens näher zu den Bäumen als du. Ja, das kann man so sagen. So, das gehört schon uns. Da, den Steinbruch nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Natürlich super, wenn gleich in der Nähe ein Steinbruch ist. Vor allem, wir haben auch noch Regis Steinbruch. Ich glaube, es würde nicht stören, wenn wir da auch mal hin und wieder ein paar Steine klopfen gehen. Nö. So, abgesteckt ist schon mal. Als erstes werden wir mal so eine Kiste brauchen, wo wir unser Zeug lagern können. Dazu gehen wir auf die Skill Points. Und auf Survival. Und zum Punkt Kiste. Zack. Kiste, das ist der 6, das werden wir gleich in der Nähe vom Steinbruch legen. Sehr gut. Wenn du Holz am Anfang brauchst, ja, in der Holz. Hütte hier unten, direkt unter dir ist, da sind einige Blocks drin. Und die brauchst du nicht, oder was? Brauche ich zurzeit nicht, ne. Okay, dann irgendwann nehme ich schon, aber. Ey, wo ist mein. Was ist mit meiner Karre kaputt? Oh! Die soll so, glaube ich, nicht da liegen. Ich glaube, die Deutschen, aber. Ja, die oh werfen nein. Um und. Obla, die werfen ins Wasser und gut ist. Regis Wutkart, ne? Ist gar nicht mal so gut. Wir kriegen Türen auf. Mit Rechtsklick. Ah, und die Axt keine Schaufel in der Hand haben. Ah, okay. You're not authorized. Ich darf das nicht. Okay. Dann geh rein, ich hab's jetzt mal aufgemacht. Ja, ich meine, ich kann jetzt eh nur 10 Stück mal rausnehmen. Zack. Marschier mal los. So, ich habe mir das etwas so vorgestellt, dass wir ein bisschen Platz zum Wasser lassen. Und, dass wir, ja, dass wir hinten auch noch Beete machen könnten. Vielleicht hier so? Ja. Setzen wir mal den Grundstein. Wir bauen eine Blockhütte. Zu groß möchte ich den Anfangsteil aber auch nicht machen, weil sonst brauchen wir da jetzt mal ewig. So. Weil im Nachhinein der Erweiterung kann man immer noch, ne? Das geht immer, genau. Und das war auch mein Fehler, den ich gemacht hatte. Wie meinst du? Entschuldigung, für die Steinhütte. Ich habe die viel zu groß geplant, aber brauche einfach auch so viel dann da. Ist schon mal mal praktisch. Gespannt, was die neue Version dann irgendwann mal bringt, die dann irgendwann mal kommt. Schon mal praktisch, seine Kiste dann nutzen zu können. Oh. Also das mit dem automatischen Rückwärtslaufen muss ich noch schauen, woran das liegt. Ich muss dann immer kurz am Desktop tappen. So, ich denke mal, das ist groß genug für den Anfang. Passen dann noch zwei so Tische rein, ne? Passt schon. Ja, den Vorschautisch brauchst du ja Gott sei Dank nicht bauen. Guck mal jetzt bei die Skillpunkte, ne? 6 habe ich gerade. Nee, ich meinte, was du da jetzt alles skillen kannst. Jo. Ah, alles. Sehr gut. Auf meinem Server hatte ich am Anfang gerade mal Survival und das war's.
Sehr schön. So, da würde ich sagen, machen wir die Tür rein. Ach. Das ist jetzt nicht ganz synchron, das mag ich nicht. Da werden wir das noch erweitern, hoppla. Schon das da. Nee, dass ich bleiben kann. Ja, jetzt passt das schon mal. So, wenn wir einen Boden brauchen, werde ich gleich mal ausheben. Also das mit dem Rückwärtslaufen, das ist sehr irritierend. Weiß aber auch nicht, diesen Bug habe ich echt noch nie gehört, komischerweise. Ah, weißt du, woran es liegt? Das glaubst du nie. Es liegt an meinem Lenkrad. Das kann natürlich sein, wenn du auf der Bremse stehst oder Nee, so. bin ich nicht, aber ich habe gerade mit dem Lenkrad gelenkt und das war der Moment, wo er dann angefangen hat, rückwärts zu laufen. Ja, okay. Ja, das ist nicht ganz so optimal. So brauchst du irgendwo Erde vermutlich nicht, ne? Die kannst du mir unten in die Kiste machen, bitte. Erde brauche ich auf jeden Fall. Okay. Die brauche ich für die Rampen. Na bitte, dann haben wir schon unseren ersten Tauschhandel. Ich bekomme Holz, du bekommst dafür Erde. Wunderbar. Holz, was du da jetzt von mir hast. Ich werde das aber vorher da ablagern. Und dann vielleicht einen Kahn verwenden, um das unterzubringen zum Regi. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Boden müssen wir ja leider ausheben, weil sonst können wir. Also die Erde müssen wir da Ja, wegheben, du weil sonst doch, können du wir keinen kannst Boden das ja auch machen. oben drauf setzen und einfach wie so eine Terrasse vorne dran noch bauen. Oben drauf setzen. Oh, jetzt ist Ja, das wird schon gehen, aber ja, das schaut dann doof aus. Werkbank voll. Fuck, ey. Ja, schwierig. Da bauen wir mal hier. Aber ist schon cool, dass wir endlich auf einem Server sind. Nach Tagen. Halt hier noch dein Sprinten. Oh, Alter, ei, über eine Stunde dauert das. What the fuck? Wie jetzt, eine Blaupause herzustellen, eine Stunde lang oder was? Nee, das, was ich hier, also die stelle jetzt gerade 10 Steinrampen her. Mhm. Und dann will ich Sand malen. Und das dauert pro Sandblock 5 Minuten. Und ich 105 Steinblöcke jetzt zu malen. Und ja, das dauert über eine Stunde. So, jetzt müssen wir langsam was futtern, sehe ich gerade. Bevor Mach es zu ich denn das spät um? ist. Ja, da der fein angepflanzte Regie. Werde ich einfach mal zugreifen. Alles okay? Was? Ich habe Hunger, Regie. Gib mir was zu essen. Fällt dir ein? Ernähre mich selber auch nur von Blaubeeren. Immer noch. Und Fleisch halt ein bisschen. Ja, denke ich mal. Und Mais, weil der am schnellsten wächst bei mir. Okay. So. Mampf, Mampf. Wie jetzt 5 Kalorien. Wie jetzt minus 8 Change. Hä? Ah, ich fresse Ja, da die Samen. Naja, gut, die Samen ist natürlich be bescheuert, wenn man das die isst. ist Blödsinn.
Ich habe doch gerade Beeren bitte gepflückt. Warum kommen. Das gibt's ja gar nicht, dass das nur Samen sind. Das kann mal passieren. Ich habe jede Menge Beeren gepflückt und ich habe nur Samen? Nee, Nee, das kann das nicht kann ja nicht sein. sein, eben. B drücken Ja, für B, ja. da. B habe ich nur Property Claim Flag. Ja, und dann hast du vielleicht unten in der Leiste die Bären. Nee, Huckleberry Seed. Die Urkunde. Das zum Abstecken und mein Werkzeug. Ich spiele das jetzt nochmal. You got one Huckleberry Seed. Muss ich vielleicht was Okay. skillen, was Spezielles? Schauen wir mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh ja, schau mal, da gibt es einen Punkt. Ne, Kalorie. Die Effizienz für die Kalorien, das ist es wohl nicht. Was könnten das sein? Ne, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber irgendwas spinnt da komplett, also kann er wohl jetzt nicht sein. Ja, warte mal, komm. Ja, die sind noch nicht ausgewachsen. Ich krieg auch nur Seeds. Geh Ah. mal, mal mit. Dann ist klar. Da wachsen die Bäume auf den Weg. Da ist da wahrscheinlich schon mal aufgefallen, Hier dann pflanzen FSD. ne? Die sind ausgerastet. Und Cannot do that. Property of Regarita. okay. Warte mal. Hier, komm mal hier zu der Kiste, bitte. Da kannst du mal ein bisschen Fleisch essen. Aber nicht alles, bitte. Ja, ne. Okay. Bin noch immer nicht satt. Hab Hunger. So, warte, komm her. Ja. So, dann hier friss mal Blaubeeren da drinnen. Jawohl, jede Menge. So muss das. Cool, danke schön. Wenn ich wieder Hunger habe, komm ich zu der Kiste. Mach jetzt wieder zu, weil ich weiß nicht, was hier für Leute rumlaufen. Blaubeeren noch dazu. So. So, nimm einfach das Zeug mit vor. Die Da offen. reinmachen. Haben wir schon zwei Bisons hier? Warte mal, einen dann. Ja, mal ändern, dann schießt du jetzt ein Bison oder was? Ja, Fleisch geht ja zur Neige. Oh, ich habe kein Holz hier. Da steht das da hinten. So, da müssen wir noch was wegmachen. Was ist denn? Schau doch nicht so. Bleib doch stehen.
Nein, Butchery 4 brauche ich da, verdammt. Bagatun. Butchery 4, Butchery. Ah ja, da brauche ich Skillpunkte. Na ja, gut, das krieg ich schon. Ich auch noch. Scheiß Weizen, dass da nicht wachsen. Warum wächst er nicht? Kein fruchtbares Land für Weizen, ne? Ja, vielleicht bei dir oben, vielleicht klappt's da. Ja, muss man dann mal probieren. Ja, wenn der mal fertig ist. Ja, das wird noch dauern. Also ich hoffe mal, dass ich heute wenigstens mal die Hütte fertig haben, ja? Riesenerdhaufen da. Bring mal kurz was. Genau, so muss das aussehen. Hast du schon rausgefunden, was diese Nutrition oder wie auch immer das heißt, links von Kalorien, was das bedeutet? Mit diesem Ja, das ist Diagramm? die, wie das, wie ausgewogen du ernährt bist. Dachte ich schon. Und desto roter das ist, desto schlechter, ne? Vermute ich mal. Nee, das sind die verschiedenen Ach so. Fette, Vitamine, Proteine und so weiter. Ah, okay. Puh, langsam muss ich die Erde auch mal irgendwo anders hinbringen, weil das schaut schon aus wie. Ja, weiß ich nicht. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Dazu brauchen wir aber trotzdem Regis Karen. Hast du jetzt den zweiten Karren schon gebaut oder? Nee, fehlt mir das Holz dazu. Okay. Aber ja, kann ich mal machen. Ja, dann kann ich da dann die Erde runterbringen. Ja, gut. Lass mal die Erde erstmal da oben. Das passt schon. Die hole ich mir irgendwann mal. Zurzeit brauche ich sie nicht. Hab jetzt gerade Steinüberschuss. Wir sie auch zu machen. Es wird da echt langsam voll. Und weiter geht's. So, was soll ich noch für Skillpunkte setzen? Soll ich gleich auf Agriculture was setzen? Farming, ein Warte Punkt mal, rein. stopp. Ja. Du, wichtig ist, ja, mach mal Farming Tools und Farming überhaupt. Das ist schon ganz gut, weil Farming später brauchst du ja auch die Tools. Seeds für die Bäume und so weiter. Ja, genau, ja. Gut, ich habe noch zwei Punkte zur Verfügung. Ja, was hast du denn jetzt alles schon Na, in geskillt? Survival habe ich geskillt,
Basic Crafting. Ja. Dann die Schaufel natürlich, die Axt und die Spitzhacke. Und die Box, also die Storage. Ja, genau, Das okay. war's. Dann kannst du Campfire Cooking ist wichtig. Cooking. Campfire Cooking bei Campfire Survival. Creation steht, also bei Survival. Campfire Cooking, okay, ist der Punkt drin. Die Genau. Jagd vielleicht schon, oder? Und Gathering. Gathering ist auch gut. Gathering war bei. Auch bei Survival. Auch bei Survival. Ah, das ist das, glaube ich. Ja, genau. Gut. Ja, fertig ausgehoben. Ja, war nur noch jede Menge Holz. Bisschen was ist da noch unten beim Reggie? Ein paar der Steine ab wie ein Wilder. Igel bitte drinnen lassen in der Kiste. Wen? Steine in der Kiste bitte Ja, na drinnen klar, lassen. sowieso. Ich brauche momentan nur Holz. Ja, das war's dann auch schon. Werden wir dann Holz hacken gehen. So, Reggie, gibt es irgendwelche speziellen Bäume zum Holzhacken? Müssen halt am besten die ausgewachsenen Bäume nehmen. Naja, das sicher, aber jetzt nicht unbedingt bei uns schon, oder? Oder schon? Nee. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen auf Wanderschaft. Halt da, wo ich am Anfang das Holz immer geholt habe. Ja, dort gehe ich gerade hin. Ich glaube, das sind so ziemlich die nächsten Bäume an uns dran. Schauen wir mal, ob wir die fällen dürfen. Ich denke schon. Was zur Hölle? Okay, da kann man da erst entgegen. Gehen wir schon die Blätter runter an, den Samen. Ja, dürfen wir. Laufen. 50 bekommt man rein in den Karren, gell? Glaub 80. Nee, nicht viel, aber Ich glaube 50 waren es. Ich da zugeschaut habe bei dir, waren es glaube ich 50. Aber auf jeden hab Fall das nie besser als wirklich. 10. Da spart man sich schon einiges. Aha, warum ist das? Ist das so? Ach so, alles klar.
Gut, und gleich wieder zurück zu unserem Baum. Ist. Würde dann nachher noch mal eine Folge aufnehmen, aber nur aufnehmen halt, nicht streamen. Du kannst ja trotzdem mit da sein. Wird dann halt Halt. das vorstellen und so weiter halt, ne? Jetzt Ja. wieder weitergeht und Ja, genau. meinen lasse ich jetzt noch so 8 Minuten, werden wir uns das noch das Ganze noch Okay. geben. Danach dann Dann einfach müsste dann. der Boden, also wenn der Boden fertig ist, sage ich mal, wird dann mein Stream zu Ende sein. Muss ja im Prinzip, weiß nicht, wie ich das autorisieren kann, dass du alles, was ich habe, auch nutzen kannst, weißt du, Aha. dann wäre das viel einfacher, da könnte man viel schneller alles machen und so weiter. Naja, es gibt ja diese Urkunde da. Ich glaube, mit der kann man das machen. Ja, ich habe dich ja auf der Urkunde eingetragen, also. Komisch. So, Reggie's Woodcard und dann Claim Deed. Okay, dann mache ich dich wieder raus. Was war denn das jetzt? Ein Mausrad. Dein Mausrad war das gerade eben. Weil ich schnell gedreht habe. Hast du eine Ahnung, wie das klungen hat? Nein. Definitiv nicht wie ein Mausrad. Aber Was okay. dann? Was dann bitte? Da ich glaube, deine Frau kocht was, oder? Oder macht da irgendwas im Hintergrund? Nein. Warte hier. Ja, das, ja. Das ist mein Mausrad. Wenn ich das ganz schnell drehe. Ich habe da eine Sperre drinne, dass das sich nicht frei dreht im Prinzip. Ich kann das umstellen, dass das komplett durchrollt oder immer nur so abschnittsweise geht halt. Okay. Ja, war ich schon verloren, dumm gefallen. Also. Treffe ich da die Wurzel nicht? Das ist schade. Jetzt. Kein Baum wird zurückgelassen. Zurück. Es sollte eigentlich zum Fällen gehen. So die Theorie. Er hat keine Äste mehr dran. Lol, what the fuck? Oh, Ich nehme hier gerade meinen Boden weg. Guck mal her, was ich gefunden habe. kann gerade nicht. Muss er Holz fällen. Hast Gold gefunden, ne? Nice. Nehme hier nur die Erde weg, weil ich hier dann Steinstraße hinsetzen will, ne? Ja, und drunter einfach Gold. Das ist gut. Einfach so, weißt du, grab mich da ewig weit in den Berg rein. Eigentlich sollte man noch zwei tragen können. Komisch. Jetzt. Auf jeden Fall abbauen. Guckst ja auch nicht drunter, wenn du da die Straße machst, was da drunter ist halt, ne? Nee, normal nicht. Ne? So, einmal noch gehen und wir haben es geschafft. Dann haben wir einen Boden in der Hütte. Alter, ist ja viel. Ich glaube, das reicht sogar, was da jetzt rumliegt. Das kann man auch nehmen, das auch, okay. Ein bisschen geleckt. Ja, genau, 6 Stück passt. 6 Stück haben noch gefehlt. Sollte sich dann optimal ausgehen.
drüben stehen auch zwei Kisten rum. Hab ich vorher gar nicht gesehen gehabt. Zack, und das letzte, und jawohl. Klein, aber oho, würde ich sagen. Passt. Boden ist fertig. Ja, das war's dann vorerst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.